Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einem, ja, Minecraft Mod Hide and Seek. Was bin ich für ein Block? Ich bin ein Schneeblock. Das passt doch, wenn wir uns hier super hinsetzen, oder? Oder passt es hier so irgendwo hin? Setzen wir uns mal hier hin. Können wir uns ein bisschen verfestigen. Verpiss dich, hier bin ich. Kann ich mal bitte verziehen? Hier bin ich. Weg da. Kusch. Dankeschön. Geh weg. Ich bin hier Deko. So, ja. Minecraft Hide and Seek. Ich habe mir das so vorgenommen, dass ich alle 10 Runden mal oder alle 10 Parts mal den Modus 6 dann werde. Halt, ein Sieg ist ja gerade aktuell hier, was ich spiele. Da gab es ja im Inventar noch 100.000 andere Modis, die man da spielen konnte. Ein Modi hatte ich auch schon mal gespielt. Irgendwas musste man da mit töten. Also sich gegen, also sozusagen ein Deathmatch. Mit einem Pfeil und einem Bogen und so weiter. Oder ein Schwert halt, muss ich da mal schauen, was dann als nächstes dann kommt. Also 10 Paar Zeit in Sieg, 10 Paar das nächste und so weiter. Was aktuell immer ist, findet ihr auf jeden Fall im Videotitel. Ja. Und da würde ich sagen, warten wir mal hier auf unseren Tod. Ja. Es sind noch 4 Minuten, die wir durchhalten müssen. Da unten ist einer. Ich glaube, ich habe mich gut versteckt. Oh, ich wurde mit einem Holzschwert, mit einem Rückstoß-Holzschwert ausgerüstet. Kiss you. Oh mein Gott, die gehen übel ab hier. Everyone will die. If I die, everyone will die. If I die. Alter, hat der Langeweile oder so? Best spot ever. Ja, 210 Sekunden noch. Wir haben noch 15 Heider und 7 Sucher sind hier. Ich kann nämlich ja immer ein bisschen umdrehen, um zu schauen, wo die Leute sein könnten. Da kommt einer. Aua. Au, au, au. Da hat er mich getötet. Komm, lass mich rein. Wir haben noch 180 Sekunden Zeit. Komm, lass mich raus. Lass mich raus. Ja, schauen wir uns mal ein schönes an. Hier irgendwo müssen die überall sein. Ich habe gerade was gehört, dass jemand angegriffen wurde. Irgendwo jemand hat mich angegriffen. Aber ich weiß nicht wer. Irgendwie haben die irgendwie Lust auf diese ganze Map die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was die so an der Map toll finden. Ich würde gern was anderes nehmen, aber es wird ja durch Voting bestimmt, der die Map. Ne, da ist keiner drin, das weiß ich. Jetzt habe ich schon so oft gespielt, die Map, dass ich das weiß. Okay, das war nur so eine Pflanze. Na, ja, dann schauen wir auch nochmal hier draußen. Irgendwas wird hier ja sicherlich sein. Irgendwas Ungewöhnliches, aber ich glaube, so sah das letztes Mal auch alles aus. Nee, das sieht nicht so danach aus, dass hier irgendwas ist. Ja, man muss auf jeden Fall die Map einstudieren, deswegen sollte man die 100.000 Mal spielen. Dann weiß man auch genau, wo welcher Block da nicht hingehört und so weiter. Das wäre langweilig, wenn man alles weiß. Das wäre ja öde. Ja, schade, dass die auch nicht alle symmetrisch sind. So kann man jedenfalls nicht gleich erkennen. Das ist gut für die Heider, aber schlecht für die Seeker. Wenn das nicht alles symmetrisch ist und man da halt suchen muss, wie blöd. Aber ich finde hier gerade gar keinen. Ich habe noch nicht einen angreifen können. Keinen einzigen habe ich gefunden. Ärgerlich. Ich bin schon mindestens seit 5 Leuten vorbeigelaufen. Aber kann ich auch nicht so wirklich sagen. So, haben wir hier irgendwas Ungewöhnliches? Eigentlich nicht, wa? Also, solange wir noch genug Schläge auf der Waffe haben, dann können wir das auch machen. Hast du ja alles abgecheckt, ja? Jetzt bräuchte man so Kommunikation, wo man sich dann halt so weiter ausbreitet und alles infiziert und so weiter. Ich finde aber gar keinen. Oh, einen Heider nur noch? Okay. Dann schlage ich einfach mal alles an. Okay, ich habe keine Waffe mehr. Keine Kraft mehr auf der Waffe. So. Ich
Ich glaube, irgendwo hatte ich mich immer versteckt, aber ich glaube, das war was anderes gewesen. Na, er hat überlebt. Er hat überlebt. Ach nee, er hat ihn gefunden. Ja. Wir haben alle 50 Punkte bekommen dafür, dass wir gewonnen haben. Oder alle Sucher, die ganzen Heider getötet haben. Ja. Ich glaube, das war Part Nummer 6 von Hide and Seek. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in Minecraft. Bis dann. Ciao, ciao.